Jetzt geht es los. Das Mikro ist an. Genau, guten Morgen, guten Tag, auch nochmal von mir. Schön, dass ihr da seid und den Weg wieder hierher gefunden habt oder noch da seid von der Nacht direkt aus Elk. Genau, wir haben jetzt und heute den Abschluss der Nulls-Reihe, beziehungsweise wir laden uns ja nicht nur internationale Gäste ein und AutorInnen, die hier lesen, sondern eben auch Zeitschriftenprojekte. Und hatten gestern schon die PS aus Leipzig gehört und das Nah aus der Schweiz. Und heute ist das Trimaran da mit Stefan und Christoph und Maria. Genau. Das Trimaran ist ein zweisprachiges Zeitschriftenprojekt aus drei Ländern. Und ihr seid ein Lyrikmagazin. Komplett nur Lyrik, richtig? Ja, im Grunde schon, zumindest was den Innenteil des Magazins angeht. Es gibt aber auch noch einen Magazinteil, der das Ganze ummantelt und der besteht dann eben aus Aufsätzen, Beiträgen, Buchempfehlungen, Interviews, Fotostrecken und alles in Bezug auf die Lyriklandschaften in den drei beteiligten Ländern bzw. Regionen, also den Niederlanden, Flandern. Muss man ja dazu sagen, ist auch niederländischsprachig und nicht etwa, wie man vielleicht denken könnte, belgischsprachig oder flämischsprachig, sondern man spricht dort eine Varietät des Niederländischen, also eine flämische Varietät und der deutschen Poesielandschaft. Und so versuchen wir eben Einblicke zu gewähren, wechselseitig über die Grenze Projekte vorzustellen und Dichterinnen und Dichter gleichermaßen. Aber was war da der Anlass? Also drei Länder, zwei Sprachen. Wie, von wem ist die Idee? Wie kam die zustande? Ja, es gab ein Schlüsselereignis. Das war die Frankfurter Buchmesse 2016. In Frankfurt gibt es immer Gastländer und das waren in diesem Fall ein Gastland und eine Gastregion, also 2016 die Niederlande und Flandern. Das hat zu einem ungeheuren Aufschwung auch der niederländischsprachigen Literatur in Deutschland, aber auch international geführt, weil neue Autoren, Autorinnen-Generationen vorgestellt worden sind. Und es hat auch zu einem Aufschwung der Übersetzung von Poesie geführt, was bei so einem Großereignis ja nicht unbedingt zwingend ist. Christoph und ich, wir haben aus dem Anlass eine Anthologie zusammengestellt, die im SICK Verlag erschienen ist, die Polderpoesie, wo wir 21 Lyrikerinnen aus Flandern und den Niederlanden vorgestellt haben. Maria Barners war natürlich auch dabei. Und danach entstand der Wunsch, diesem Austausch eine Kontinuität zu verleihen. Nicht zu sagen, das war jetzt mal ein einmaliges Ereignis, jetzt dauert es wieder 25 Jahre, bis sowas auf einer anderen Messe passiert, sondern zu sagen, wir wollen diesen poetischen Austausch zwischen den beiden Sprachen, zwischen den drei Regionen eine Dauer verleihen. Und dann kamen mehrere Akteure mit an Bord, die sich den Trimaran ausgedacht haben, als Forum des Vernetzens, des Best Practice auch der verschiedenen Länder und der Tournee. Also wir sind viel unterwegs, auf Veranstaltungen mit Autoren aus beiden Sprachen. Und wie kann man sich das konkret vorstellen? Weil poetischer Austausch, Übersetzung, Vernetzung, das sind ja immer auch so Worte, die irgendwie auch hier auf dem Eck sehr präsent sind, aber wie sieht das dann konkret in eurer Arbeit aus, dieser literarische Grenzverkehr und das Übersetzen? Ja, der Grundgedanke, also der Trimaran ist nicht nur ein Magazin, sondern gleichermaßen ein Übersetzungsprojekt. Und im Zentrum des Ganzen stehen poetische Begegnungen von jeweils zwei Paaren, einem deutsch-niederländischen DichterInnenpaar und einem deutsch-flämischen, die wir einladen, teilzunehmen, die wir einladen, sich zu begegnen, physisch zu begegnen. Das war zuletzt natürlich sehr schwierig mit Corona. Da mussten wir, wie viele andere auch, digital improvisieren. Die wir jedenfalls im besten Fall physisch einladen. Nach Strahlen haben wir das in der Vergangenheit gemacht, ins Europäische Übersetzerkollegium. Dort ein Wochenende miteinander zu verbringen und sich erstmal gegenseitig kennenzulernen, die eigenen Poetologien dem und der jeweils anderen vorzustellen. Und dann auf Basis von Interlinearversionen, kann Stefan vielleicht gleich noch was zu sagen, zu dieser Übersetzungsmethode auch, einander zu übersetzen mit größtmöglicher Freiheit.
Und gerade diese physischen Begegnungen sollen nicht nur punktuell sein, sondern wiederkehrend, kontinuierlich ermöglicht werden. Das heißt, wenn es denn machbar ist, man reisen kann, konnte und demnächst hoffentlich wieder ohne Bedenken reisen kann, haben die Dichterinnen und Dichter auch die Gelegenheit, sich gegenseitig zu besuchen. Zu Hause oder wo auch immer sie sich verabreden wollen, nicht nur um weiter miteinander zu arbeiten, sondern auch um das Umfeld des und der jeweils anderen kennenzulernen, vielleicht ein bisschen reinzuschnuppern in die anderen poetischen Szenen und Poesielandschaften. Und so versuchen wir eben und auch immer wieder auf Veranstaltungen natürlich. Wir waren zuletzt in Düsseldorf, Maria war dabei zusammen mit Sonja von Brocke, also ihrer poetischen Tandempartnerin. So finden eben diese Übersetzungswerkstätten statt, einmal punktuell, aber kontinuierlich begleitet, auch durch uns und durch professionelle Literatur- und PoesieübersetzerInnen. Und das Ganze mündet dann quasi in den, ich zeige das mal hier, denn das Magazin bildet das auch schön ab, mündet dann quasi in den Innenteil, der so ein bisschen herausragt aus dem Heftlayout dieses Magazins, der die Ergebnisse dieser Arbeit dokumentiert. Die Originaltexte und Übersetzungen, aber auch immer ein Kooperationsprojekt der beiden, das wir anregen. Auch das in größtmöglicher Freiheit, das können Fotostrecken sein, wo sie mit dem Kameraauge die Umgebung, die Heimatregion des jeweils oder der jeweils anderen erkunden. Das kann ein gemeinsames Gedicht sein, das entsteht. Das kann, wie im Fall von Maria und Sonja von Brocke, eine Postkartenkorrespondenz sein. Vielleicht kann ich auch das einmal zeigen, das versuchen wir dann alles abzubilden. Und natürlich nicht nur als Ergebnis, schönes Ergebnis für ein lesenswertes Magazin, sondern vor allem, um diesen Austausch zu vertiefen. Hier sieht man, die beiden haben sich, man kann sogar lesen, wenn man genau reinschaut, beiden haben sich kontinuierlich Postkarten geschrieben, auch in der Mangelung der Möglichkeiten, sich zu besuchen. Genau, das wird im Innenteil dokumentiert. Das Heft bildet ja einen Trimaran. Der Trimaran ist ja quasi im Analogie zum Katamaran ist das ein Boot mit drei Rümpfen und wir haben versucht, wenn ich das mal hier so aufflügeln darf, das Heft auch einen Trimaran werden zu lassen. Okay, okay. Zwei Rümpfe an der Seite und ein Hauptrumpf in der Mitte stehen natürlich auch für die drei beteiligten Regionen. Und Maria, wie war das für dich als Autorin, weil das Übersetzen, Deutsch oder Englisch? Ich kann anfangen. Fangen in Deutsch, aber wenn es nicht geht, dann okay. Wechsle ich vielleicht. Das Übersetzen ist ja dann doch auch ein sehr, sehr intimer Prozess von den eigenen Texten und den anderen Texten. Wie hast du das empfunden, diese Kooperation oder dieses, ich habe mich nämlich eben auch gefragt, wenn ihr Dichter-AutorInnen-Paare zusammenbringt, wie bringt ihr die da zusammen? Weil es geht ja auch irgendwie klar über die Texte, aber das muss ja auch auf andere Ebene passen und vielleicht kannst du erzählen, wie du das erlebt hast. Die letzte Frage finde ich auch interessant, aber die müssen dann Stefan und Christoph beantworten, weil ja, ich denke, dass ich weiß, warum ich an Sonja vorgeschlagen bin. Für mich, wie es ist und wie es geht, für mich ist es, als ob ich ganz genau lesen muss mit Übersetzen und it's something I like doing. Maybe I can switch to English. So the whole process is very, very intimate and intense, and also sometimes confronting, because as we said this morning at the breakfast table, often I realize that I thought something was there, and I start to defend it, wanting to bring across a certain image in my poem. But then when my partner, translator, asks, but where is it? What does it say exactly? I have to sometimes admit it's not really there. Mm-hmm. So I also often use the translating process as a way to then change also my original. It's just a very intense kind of confrontation with my work, which I enjoy. And yeah, I cannot speak for Sonja, but I think we both had this experience that it's also because you can ask each other questions that you would normally maybe not do with another fellow poet, because you kind of respect the results and, you know, you kind of look at
you don't go back to why did you do something? How did you do it exactly? And you can go into super, super details. So yeah, for me, it's just a really nice way to talk about work, really, to kind of, and also become more aware of what you are doing. I'm not, apparently, I have learned, always aware while I'm working. You just do something, and yeah, of course you look back, and but yeah, so the translating process is a way to become more aware. I think that's the most, the best thing that can happen. And then the exchange with the postcards, how many postcards did you wrote each other? I think around 10 or something like this. And still going on? Or? Yeah, we kept going. Nice. Yeah, actually, we sent each other artworks that we really like. So the and often they are a bit forgotten women that we also wrote about. Cool. Yeah. Ja, die Frage steht noch im Raum, wie wir diesen Übersetzungsprozess organisieren, von dem Maria gerade erzählt hat. Also unser Ziel ist es, als Projekt den beteiligten Dichterinnen einen möglichst großen Freiraum zu geben. Also zu sagen, dass sie für sich selbst auch erstmal definieren können, was Übersetzung ist. Wir definieren das nicht im Vorfeld und sagen, wir erwarten genau das und das von euch. Ihr müsst euch an eine gewisse Disziplin, an einen Konsens halten, sondern ihr entwickelt für euch, was Übersetzung ist und gibt uns Signale, was ihr an Unterstützung dabei braucht. Und die gängigste Methode dabei ist, dass wir Interlinearfassungen zur Verfügung stellen, also ja, Basisübersetzungen oder Rohübersetzungen, die philologisch sehr korrekt sind, meistens, wenn man sie dann vor sich liegen hat, aussehen wie Arbeitsblätter. Arbeitsblätter, die darauf aufmerksam machen, wo sind Klangfiguren, wo sind rhythmische Figuren, wo gibt es gegebenenfalls Intertextualität, Abweichungen, welche Art auch immer von der Normsprachlichkeit. Und das sind Arbeitspapiere, die an die Autorinnen weitergehen und in Strahlen werden dann die Kleingruppen in der Regel moderiert von einem Übersetzer, einer Übersetzerin, die ja in unterschiedlichste Form eingebunden sein kann in den Prozess. Aber es ist durchaus auch möglich, dass die Übersetzergruppen, die Tandems sagen, ach, das ist alles ganz spannend, ich habe deine Gedichte jetzt besser verstanden, aber eigentlich bin ich ja an dem Prozedere, an dem Produktionsprinzip deiner Texte interessiert. Also ich übersetze nicht das Ergebnis deiner Schreibverfahren, sondern ich möchte ein Schreibverfahren, wie du es in deiner Sprache anwendest, auf meine Sprache übertragen und schreib mal im Deutschen oder im Niederländischen ein Gedicht, was nach dieser Art funktionieren würde. Beispielsweise haben wir im neuesten Projekt mit José Oliver und Maud von Howard aus Flandern, die sich entschlossen haben, sie machen ein zweisprachiges Gedicht und verwenden in diesem Gedicht die Charakteristika selbst, die ihnen am anderen aufgefallen sind. Also wir sind sehr offen, was Übersetzen ist. Das kann ein Antwortgedicht sein auf den anderen Text. Das kann eine sehr genaue Nachdichtung sein. Das kann eine Coverversion sein, das kann ein Mix sein. Und die Autorinnen können sich auch von Gedicht zu Gedicht entscheiden, was sie für diesen einen Text als genaueste Übersetzungsmethode und angemessene finden. Spannend. Das klingt sehr spannend. Vielleicht, Bo, darf ich noch eingreifen sozusagen, weil auch die Frage noch offen ist, wie wählen wir denn überhaupt aus? Nach welchen Kriterien suchen wir die Dichterinnen und Dichter aus, die wir miteinander ins Gespräch bringen wollen. Und da ist es so, dass wir zum einen, so gut wir auch von unserer Seite der Grenze aus in die Niederlande und nach Flandern blicken und versuchen, das Geschehen zu verfolgen, sind wir doch auch immer angewiesen auf Expertinnen und Experten vor Ort. Das heißt, wir haben Ansprechpartnerinnen, Ansprechpartner in den Literaturstiftungen in den Niederlanden und in Flandern. Von denen lassen wir uns beraten, lassen uns Empfehlungen geben. Unsererseits machen wir natürlich auch Vorschläge bzw. treffen die Auswahl für den deutschsprachigen Teil dieser Dichterpaarungen. Und wichtig ist natürlich, also Parität steht nie zur Debatte, das ist immer ganz klar. Darüber hinaus ist uns wichtig, dass wir, also Geschlechterparität meine ich, dass wir schauen, wo gibt es in den jeweiligen Poetologien ausreichend Verwandtschaften, dass ein Gespräch möglich wird, aber so viel Reibungsfläche,
dass es auch produktiv wird, poetisch produktiv wird, dass es einen Funkenflug, sage ich gerne, gibt im gemeinsamen Prozess, dass nicht zu viel Ähnlichkeit da ist, die sich selbst reproduziert, sondern dass man auch mit einem gewissen Fragebedarf, mit einer gewissen Irritation miteinander ins Gespräch kommt. Dann erst hat es eine Chance, glaube ich, produktiv zu werden. Und dann auch erst kann etwas Neues entstehen in den Übersetzungen oder in dieser Kooperationsarbeit. Und dabei machen wir uns möglichst unabhängig von Generationen oder ganz bestimmten poetischen Schulen, wenn es denn solche gibt, überhaupt in der Gegenwart. Dies ist ja mehr geprägt von einer großen Vielfalt, die wir natürlich auch abzubilden versuchen. Also diejenigen Tendenzen, die wir hier und dort sehen oder die wir gleichermaßen hier wie dort sehen, versuchen wir natürlich auch wiederzugeben in unserer Auswahl. Grob gesprochen, also es gibt keinen festen Kriterienkatalog, ja, sondern ein Gespür und ein Netzwerk. Nein, es ist ein Projekt, was ganz viel Vergnügen bereitet, weil es sehr viele verschiedene Ebenen hat. Es hat die Ebene des Übersetzungsprozesses, was sehr Intimes hat, man ist sehr nah an den Texten, man ist sehr nah an den Kolleginnen. Das kann was haben, was intellektuell wirklich herrlich ist. Es kann etwas sein, was einen auch wirklich körperlich belastet. Wer übersetzt, weiß, dass man viele Dinge, die auf dem Text steht, körperlich erfährt, um sich einfühlen und nachfühlen zu können. Es ist ein Projekt, was danach auf der Bühne stattfindet. Also es ist nicht ein Projekt, wir machen eine Zeitschrift und das war's, sondern es hat eine größere Ordnung. Und es ist meine Idealvorstellung ist es ein lernendes Projekt. Ich lerne aus diesem Heft ungeheuer viel, weil wir im Mantelteil Beiträgerinnen einladen, beispielsweise etwas zu schreiben über Entwicklungen in den Niederlanden. Und da war jetzt Janita Monner im letzten Heft, die sehr viel über Diversität geschrieben hat, über Aufarbeitung der niederländischen und der belgischen Kolonialgeschichte, die gerade in der Poesie stattfindet. Und das ist zum einen etwas, wo man als Person etwas draus lernt, aber wo man auch als Heftmacher was draus lernt und sagt, hallo, in der nächsten Runde, auch darauf müssen wir ein Augenmerk haben. Wir sollten Autorinnen einladen, die das repräsentieren können, die das abbilden können. Wir sollten uns damit auseinandersetzen können. Und an der Stelle muss man auch sagen, das ist nur möglich, dieses Projekt, weil da drei Stiftungen hinterstehen. Da steht die Flämische Literaturstiftung hinter, da steht die Niederländische Literaturstiftung hinter und da steht als Initiativnehmer, die hatten auch die Projektidee in Anfangszeit, das umzusetzen, die Kunststiftung NRW hinter. Und alle, die ihr Zeitschriften macht, ihr wisst, man rettet sich manchmal durch die Schlussredaktion und denkt, jetzt hat man alles. Und bei uns haben wir dann wirklich den Luxus zu sagen, dann geht's an die Grafikerin. Wir haben kein einheitliches Satzmuster, in dem wir die Texte einfügen, sondern die Grafikerin guckt sich die Gedichte der Autorinnen an und sagt, da sind Motive, die mir auffallen, da sind Elemente und ich gestalte das Cover und die Gesamtkonzeption der Grafik des Heftes nach Leitmotiven beispielsweise der Gedichte. Und das ist wirklich auch ein Vergnügen, wenn man das Heft dann in der Hand hat, wo man sagt, okay, ich habe getan, wir haben getan, was wir können, wir kennen uns mit Texten aus, aber da sind noch Leute drin, die können ganz andere tolle Sachen und machen dann das Heft so, wie es aussieht. Aber Print ist ja auch, ich glaube nächste Woche, nee, übernächste Woche ist die Kölner Literaturzeit, die Kölner Literaturnacht, auf der es auch eine Veranstaltung gibt. Ich glaube, Print ist nicht tot, riecht nur komisch, wo es auch so um, warum macht man noch Print und kein Online und so? Ich weiß nicht, ich finde die Frage irgendwie immer so ein bisschen absurd, weil es ganz viel Print ja gibt und man es auch liest. Und genau, ich glaube auch als Online-Magazin wird es bei euch wahrscheinlich auch keinen Sinn machen. Ja, es gäbe sicherlich Umsetzungsformen auch online, aber Print ist eine von vielen Möglichkeiten, Literatur und Poesie zu publizieren. Und in unserem Fall war natürlich der gestalterische Aspekt, der tatsächlich ausschließlich im Print möglich war, auch maßgeblich. Es macht einfach viel Spaß, das Ding am Ende in der Hand zu haben und auf dem Büchertisch auslegen zu können und den Leuten mit an die Hand geben zu können. Das ist einfach eine große Freude. Online hat andere Freuden, andere Möglichkeiten, auch andere spielerische Möglichkeiten. In dem Fall haben wir uns dafür entschieden und sind da glücklich mit. Ja. Genau. Und Büchertisch ist ein gutes Stichwort. Trimaran und andere Literaturzeitschriften, auch die Bücher von der Parasitenpresse, gibt es natürlich noch den ganzen Tag am Büchertisch. Damit verabschiede ich mich euch und vielen Dank, dass ihr da seid. Viel Spaß beim Lesen. Danke.
Ja, es ist höchste Zeit, dass Maria Banas mehr zu Wort kommt und wir ihre Gedichte hören. Maria ist Dichterin, Romanautorin, bildende Künstlerin. Wenn ihr gelegentlich ins Zeitmagazin schaut oder Leserinnen davon seid, kennt ihr sie vielleicht schon. Sie hatte ein ganzes Jahr lang eine Fotogedichtkolumne im Zeitmagazin mit einer niederländischen Fotografin, mit Vivian Sassen. Maria, es liegt auch ein Band von dir, der Problemwolf, in deutscher Übersetzung vor, denn den durfte ich übersetzen. Und du warst mit Sonja vom Procke zusammen, hast schon ein bisschen was über die Zusammenarbeit erzählt und sprachst von einem Text, den du tatsächlich nochmal umgeschrieben hast, nachdem ihr zusammen darüber diskutiert habt. Und ich glaube, den liest du jetzt. Ja. Ich lese mein Gedicht im Niederländisch und dann liest Christophs, glaube ich, in Deutsch. Aber es fängt an mit einem englischen Songtext von meiner Jugend. Ich bin viel inspiriert gewesen als Teenager, vielleicht eher von Music and Lyrics als Dichter. Und deswegen lese ich es auch mal vor. Ich hoffe, ich singe es nicht. That's not the best thing for me to do. Stood by the bus stop with a felt pen in this suburban hell, and in the distance a police car to break the suburban spell. Let's take a ride and run with the dogs tonight in suburbia. You can't hide, run with the dogs tonight in suburbia. The Pet Shop Boys. Ik ben een buitenwijk. Hier rennen alleen de honden en hijgen om de rand van de wijk te bereiken die oplost zodra je dichtbij denkt te zijn. Bijna raakten ze mij in het voorbijgaan. Ja, ik ken het verhaal van de horizon. Het komt uit de bosjes waar Kim zit te roken of van achter het bushokje waar de aanrander zich ophoudt. Of uit de kelder van Ivan waar hij niemand binnenlaat. We weten niet zeker of hij bestaat. Met een emmer op zijn kop is hij een verstomde superheld. Wat ziet hij dat hij zo moet zwenken als een schip op een schilderij. De honden rennen om alle buitenwijken aaneen te rijgen tot één stad. En ze blijven rennen om het bloed dat blijft kloppen en herinnert aan een hart dat stolt. En omdat niemand anders het doet. Misschien brengen ze het hart op een dag als een ei op de tong heel en warm naar huis. Dat kunnen jachthonden, een juweel van heelal bewaren. Ik maak een lijst van goedkope vliegbestemmingen, de duurste bovenaan. Ik probeer een andere lijst van waar ik het liefste heen wil. Maar waar moet ik beginnen? In het hart dat ontbreekt ben ik gelukkig. Ik ben een buitenwijk. Und das liest sich in der Übersetzung von Sonja vom Brocke so auf Deutsch. Hier rennen nur die Hunde und hecheln, um den Rand des Viertels zu erreichen, der sich auflöst, wenn du denkst, ganz nah zu sein. Fast berührten sie mich im Vorbeiziehen. Ja, ich kenne die Geschichte vom Horizont. Sie kommt aus den Büschen, wo Kim sitzt und raucht. Oder hinter dem Bushäuschen hervor, wo der Vergewaltiger lungert. Oder aus Ivans Keller, in den er niemanden hineinlässt. Wir sind nicht sicher, ob es ihn gibt. Mit Eimer auf dem Kopf ist er ein stummer Superheld. Was sieht er, dass er so schwanken muss, wie ein Schiff auf einem stürmischen Gemälde? Die Hunde rennen, um alle Vororte zu einer Stadt aufzureihen. Und sie rennen und rennen für das Blut, das noch pocht und an ein Herz erinnert, das stockt und weil niemand sonst es tut. Vielleicht bringen sie das Herz eines Tages wie ein Ei auf der Zunge, heil und warm nach Hause. Denn das können Jagdhunde, einen kosmischen Juwel bewahren. Ich mache eine Liste mit günstigen Flugzielen, die teuersten obenan. Ich probiere eine andere Liste mit Lieblingszielen, aber wo soll ich beginnen? In dem Herzen, das fehlt, bin ich glücklich. Ich bin ein Vorort.
Vielleicht kann ich etwas erzählen, was sich dann geändert hat. Was dann nicht hier steht, ist, dass Sonja sehr interessiert war in der Rolle von der Vergewaltiger. Wer ist das genau? Und in mein neue, mit Zurücklesen musste ich zugeben, ich habe da nicht, ich wollte damals noch nicht viel mehr darüber nachdenken, aber in mein neues Gedicht hat er eine größere Rolle. Marieke, vielleicht darf ich dir noch eine Frage stellen, weil du gerade erzählt hast, wie intim das Übersetzen gerade in so einem Zweiergespräch, in einer Zweierkonstellation ist, wo zwei Dichterinnen aufeinandertreffen und miteinander über die eigenen Gedichte ins Gespräch gehen, um sie besser zu verstehen und sie dann in die eigene Sprache zu übersetzen. Hattest du vorher schon Erfahrungen dieser Art mit? Also sicherlich Texte von dir sind bereits übersetzt worden in andere Sprachen, aber eine Erfahrung dieser Art mit so einem, ja, wie du sagst, intimen Zwiegespräch mit einer anderen Dichterin zum Zweck der Übersetzung? Vielleicht nicht so, weil you made this very good basis for us to talk about, because it was mentioned very briefly, but the how do you call it again? Die Interlinearfassungen. The Interlinearfassungen. Ein schwieriges deutsches Wort, ja. They were done very well and it was very like already very proper. Like it could have worked as a poem. So like we could skip the, okay, what is the literal translation part? And until now, the project that I was involved in, if we were lucky, because you have only so much time, we just got around to like dealing with the literal translation to be sure that we were understanding each other on a basic level. So the basic level we could kind of skip because it was already there. And I had not experienced it before. And very interesting for me. And I can ask you now, like, if this is also the reason why you hooked me up with Sonja, because she is very adamant and clear. Like, for her, it's very much about the physicality of language. So she didn't like some of the basic translations because she said, "Yeah, this is not what it's about. The word should portray what I feel inside my body or what I think my body knows," and. For me, this was difficult. It's not something I have been developing myself, even though I think it's super interesting, and I might give it a go. Now I know I have a little bit an idea of how it works, but to find then a good a parallel in the Dutch language was difficult, and nice also to think about, yeah. Wir haben die Tage schon öfters über Mehrsprachigkeit gesprochen. Yeah. Du beginnst diesen Text mit einem englischsprachigen Motto, mit dem Pet Shop Boys Zitat. Aber du hast heute auch verraten, dass du gelegentlich ins Englische switchst. Und ich weiß selbst, dass du manche Gedichte, beispielsweise die fürs Zeitmagazin, auf Englisch geschrieben hast. Wie war das bei eurem Übersetzungsworkshop? Ihr habt mit Jan Sietzma zusammengearbeitet, einem niederländischen Übersetzer, und ich hatte auch das Gefühl, ihr brauchte drei Sprachen. Ja, ja. Ja, wir haben viel in Englisch dann auch gesprochen, ja, um zu erzählen, wie es rüberkommen muss, komischerweise, wenn es nicht gelungen ist in Deutsch. Sonja spricht auch kein Niederländisch. Also müssten wir auch im Englisch reden. Ja, mit den drei Sprachen, denke ich, kamen wir in die Nähe von was wir, ja, was wir wollten. Aber Englisch ist demnach für dich auch eine poetische Sprache? Ja. Also eine Sprache, in der du Poesie schreiben kannst? Ja. Wie nah bist du da am Deutschen dran? Du hast eine Weile in Berlin gelebt? Ah, ich habe noch nie in Deutsch geschrieben. Okay. Nein, ich weiß auch nicht, wie das geht mit... ich habe es gelernt von Hören. Mein Partner ist Deutsch. Ich habe gehört, wie er unsere Kinder in Deutsch aufgezogen hat. Also ich habe von Windel bis Teenager die Wörter gehört. Aber
Und ich habe 2 Jahre in Berlin gelebt, aber ich habe nie schreiben müssen. Ich kann es lesen, glaube ich. Aber ja, Englisch ist etwas anderes für mich, weil ich als Kind in England gewohnt habe. Und ich habe gemerkt, dass meine Erinnerung mich andere Bilder gibt, wenn ich in Englisch schreibe. Und wenn ich das gemerkt habe, war das auch ein Grund, das weiterzumachen, weil ich mein Gehirn ein anderes Gebiet öffnet, wenn ich Englisch schreibe. Ja. Danke, ich finde das sehr aufregend. Du liest einen Zyklus, Anders noch. Vielleicht müssen wir das erklären. Anders noch ist der Halbsatz, den man an der Ladentheke hört. Sowas ja, wie, wenn sonst, du etwas bestellst und dann findet Mann oder Frau im Laden, dass du noch etwas bestellen musst, dann ist es anders noch. Vielleicht im Deutsch ist das sonst noch. Oder? Noch etwas hat Sonja übersetzt. Ja. Wir switchen jetzt und lesen zuerst auf Deutsch, in der Hoffnung, dass sie dann im Niederländischen, dass ihr dann im Niederländischen Dinge wiedererkennt. Noch etwas. Ich kann im strömenden Regen über die Autobahn rasen, mit Kindern auf der Rückbank und sehr laut singen, um nicht ständig daran zu denken, dass eine falsche Bewegung uns plötzlich verstummen ließe. Ich schuld daran bin, dass meine Stimme nicht laut genug erklingt, nicht so zuverlässig ist wie die Windschutzscheibe, in der bei einem Riss ein Stern erscheint, die Scherben mit Blitzen zusammenhält. Dass ich das Lied nicht gut kenne und selbst nur Worte vermenge und erfinde, die aus dem Rhythmus fallen. Dass ich einen Schluck trinke zwischendurch und mich nicht umdrehe, um den Stern, der sich verzweigt, auf der Stirn der schlafenden Kinder nicht zu sehen. Dass ich das Lied nicht bin. Ich kann in der stromende Regen over de snelweg rasen, mit Kindern achterin en so hart singen, dat ich er nicht de hele Zeit aan denk. Dat een verkeerde beweging ons eens klap zou doen verstommen. Dat het mijn schuld is dat mijn stem niet hard genoeg klinkt. Niet betrouwbaar is als de voorruit waarin bij een barst een ster verschijnt. Met bliksemstralen die scherven bijeenhoudt. Dat ik het lied niet goed ken en zelf maar woorden verzamel en verzin die buiten het ritme vallen. Dat ik een slok neem tussendoor en niet achterom kijk om de ster die zich vertakt op het voorhoofd van de slapende kinderen te vermijden, dat ik het lied niet ben. Ja, ich kann Fisch essen und prahlen, dass ich Vegetarierin bin, weil ich keine Schweine, keine Schafe, keine Kühe mehr esse. Ich will den Tieren direkt in die Augen sehen. Doch reagieren sie nicht, wenn ich von meinem Fahrrad absteige, ihnen ein Wort zurufe. Da ist nur eine träge Kuh, die etwas in mir erkennt. Etwas Schweres, das wohl besser ungesehen bliebe, im Schatten von etwas Flüchtigem. Ich kann wel Fisch eten und uitkramen, dass ich Vegetarier bin, omdat ich geen Varkens, geen Schapen, geen Koeien mehr eet. Ich will de Dieren graag recht in de Ogen kijken. Maar ze reageren niet als ik van mijn fiets stap, een woord roep. Er is alleen een trage koe die iets in mij herkent. Iets zwaars dat het liefst uit het zicht blijft liggen, in de schaduw van wat niet voortdurend is. Ik kan een... Ich kann eine Wassermelone auf der Rückbank festhalten und nicht von einem Kopf anfangen und wie er gespalten ist, das Fleisch rot, den halben Schädel schüttelnd, in meinen Händen und ihn gerade halten auf dem Schoß, während das Auto auf einem Sandweg voller Gruben ruckelt, damit nichts über den Rand schwappt in den Rückspiegel, schauen, ob ich einen zufriedenen Eindruck mache. Ich kann einen Watermeloen vasthouden auf der Achterbank und nicht über ein Hoofd beginnen. Und wie das ist gespleten, das Fleisch rot. Der halve Schädel schuddend in meinen Händen und ihn recht houden auf Schoot, terwijl der Auto über einen Sandweg voll Kuilen stoot, auf das er nichts über den Rand klotzt, in den Achteruitkijkspiegel kijken, ob ich einen tevreden Indruck mache.
Willst du wirklich keine Hackbällchen in deine Suppe, höre ich? Und sollen wir eine Kommune gründen von Gleichgesinnten, die gegen Umweltverschmutzung sind und für die Öffnung der Grenzen? Ich sage nicht, was ich in der Suppe schwimmen sehe und schlucke die Frage runter, ob Flüchtlinge hier willkommen sind. Isst du denn vielleicht das Wildschwein, das unser Nachbar extra für deinen Besuch geschossen hat? Das Fleisch liegt schon eine Nacht in der Marinade. Es gibt auch noch Milchlamm, das zarter ist. Will je echt geen gehaktballen in je soep, klinkt het, en zullen we een commune beginnen voor gelijkgezinden die tegen milieuvervuiling zijn en voor het openen van grenzen? Ik zeg niet wat ik zie drijven in de soep en slik de vraag in of vluchtelingen hier ook welkom zijn. Eet je wel het zwijn misschien dat onze buurman speciaal voor jouw komst heeft geschoten? Het vlees ligt al een nacht in een marinade. Er is ook een zuiglam dat malser is. Ich will nicht an die Eizellen meiner Mutter denken, die ich auch haben muss. Und ob sie gestapelt liegen wie Schädel in Katakomben oder springen und wirbeln und johlen durch die Eileiter rollen? In den leeren Fellen sind wir alle rot und irgendwo schlägt ein Herz. Ich will nicht denken an die Eizellen von meiner Mutter, die ich auch muss haben. En of die opgestapeld liggen als schedels in catacomben of springen en tollen en joelend door de eileiders rollen. We zijn in de holle vachten allen rood en ergens is een kloppend hart. Zum Schluss. Genau, zum Abschluss dieses Zyklus. Ich sehe mich in der Auslage des Metzgers erstarren zwischen dem nackten Fleisch, dessen Blut sich in Lachen in Metallschalen sammelt. Sie haben Falten in den Ecken, die Rändern eines barocken Services ähneln. Ich schließe die Augen, als meine Mutter endlich Nein sagt auf noch etwas. Und der Metzger fragt, mag sie Wurst? Während er mich ansieht und ich glaube, er meint meine Mutter, die mir lachend zunickt und ich sage ja und zwänge ein Dankeschön durch den Tod, der als rosa Scheibe in meinem Mund liegt, ein großes Ich, das ich nicht aussprechen kann. Ich sehe mich verstarren in der Vitrine von des Slager, zwischen het naakte Fleisch, waarvan het Blut sich in Plasjes auf metalen Schalen versammelt, mit Vouwen in de Hoeken, die Randen von einem barock Service benaderen. Ich doe mijn ogen dicht, als mijn moeder eindelijk nee zegt op anders nog en de slager lust ze worst zegt, terwijl hij mij aankijkt en ik denk dat hij mijn moeder bedoelt die mij lachend toeknikt en ik ja zeg en dank u wel door de dood heen dwing, die als een roze plak in mijn mond ligt, een groot ik dat ik niet kan uitspreken. Ja, vielen lieben Dank, Maria. Danke für die Einladung hierher. Wo könnten wir besser aufgehoben sein als auf einem europäischen Literaturfestival hier in Köln-Kalk? Es ist und war eine Riesenfreude. Schön, dass wir hier sind. Schön, dass du gekommen bist. Wir werden uns sicherlich bei anderen Gelegenheiten wiedersehen. Wir uns hoffentlich auch. Das Heft liegt vorne. Wenn ihr jetzt noch was wissen möchtet von uns, von Maria, herzlich gerne, fühlt euch frei, uns zu fragen, jetzt oder gleich hier auf dem Platz, am Büchertisch, beim Kaffee, wie auch immer. Danke fürs Zuhören, danke fürs Streamen und bis bald.